Das ist jetzt zwar ein Beispiel von einem Golf 7, diese Anleitung lässt sich aber analog auf andere VAG-Modelle übertragen, VW, Audi, Seat, Skoda. In der Regel ist das alles ähnlich. Bei diesem Schlüssel müsst ihr einmal den Schlüssel aufklappen und dann in diese Lücke, wo der Schlüssel aufgeklappt ist, einmal reingreifen und dieses Plastikteil einfach abdrücken. Das ist ein bisschen widerspenstisch, aber es geht auf jeden Fall. Darunter befindet sich dann einmal die Batterie. Das ist so eine Knopfzelle. In diesem Fall ist das CR2032 und die sitzt normalerweise so da drinne. Ist aber so ein bisschen auf Spannung, das heißt, sie ist etwas schräg da drinne. Das heißt, wenn ihr das Plastikteil abmacht, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Batterie einmal rausfällt. Hier sehen wir nochmal CR2032. Macht aber ansonsten die Batterie rein, die ihr auch rausgenommen habt, also die da normalerweise auch drinne war vorher. Dann setzt ihr das Ganze in umgekehrter Reihenfolge wieder rein. Drückt das so ein bisschen nach unten. Ihr seht ja, also die steht tatsächlich so schräg da drinne. Das ist völlig normal. Und dann setzt ihr einfach die Kappe wieder auf. Jetzt, wo ihr die Kappe aufgesetzt habt, könnt ihr einmal kurz drücken, ob das Licht leuchtet, ob die LED geht. Und jetzt kommen wir nochmal zu einem etwas wichtigeren Test, denn jetzt geht ihr einmal zum Auto und schließt einmal das Auto per Fernbedienung auf und zu und schaut, ob ihr schnell genug gewesen seid und startet am besten auch einmal testweise den Motor. Funktioniert das soweit alles? Habt ihr alles richtig gemacht? Sollte es nicht funktionieren und ihr habt zum Beispiel zu lange gebraucht, um die Batterie zu wechseln, müsst ihr diesen Schlüssel neu anlernen. Das könnt ihr zum Beispiel mit VCDS machen. Das geht sehr einfach. Dazu verbindet ihr natürlich erstmal VCDS mit eurem Fahrzeug und geht dann auf das Komfortsteuersystem, Steuergerät 46 ist das. Das ist jetzt einfach nur ein allgemeines Beispiel, wie ihr Schlüssel neu anlernen könnt. Das hat jetzt nichts mehr mit dem Golf 7 direkt zu tun. Ja, dann geht ihr erstmal da rein, schaut in den Fehlerspeicher und dann geht ihr auf Anpassen und wählt bei der Anpassung Funkfernbedienung anlernen aus. Hier seht ihr jetzt schon direkt die Anleitung eingeblendet und das führt ihr dann im Prinzip genauso aus, wie es dort steht. Da könnt ihr eigentlich nichts falsch machen. So, jetzt seht ihr hier direkt, wenn ich da dann einmal drauf tippe, dann steht da oben erkannt und dann könnt ihr das Ganze einmal so abspeichern und dann ist der Schlüssel jetzt zum Beispiel auf Position 3 eingespeichert. Da könnt ihr auch Position 1 oder 2 nehmen, je nachdem, was ihr haben möchtet. Das war's schon. So schnell könnt ihr den Schlüssel wieder anlernen. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Video.